Das ist die Sendung mit den Geschichten aus den Regionen. Grüße euch miteinander und ganz herzlich willkommen zu diesen Themen. CS ist jetzt eine Geschichte, ganz offiziell. Am letzten Freitag, am 31. Mai, ist Credit Suisse AG aus dem Handelsregister gelöscht worden. Die Bank existiert also jetzt rein rechtlich nicht mehr. Das heisst aber nicht, dass so alle Filialen von der CS auf einmal verschwinden. Die Integration ins Filialnetz von der UBS braucht Zeit. Die UBS muss zuerst Erfahrungen sammeln. Und für das gibt es schweizweit 5 Pilotprojekte. Und eines davon ist in der jurassischen Hauptstadt Delsberg. Es ist sowieso eine Herausforderung, wenn man von heute auf morgen Flüchtlingskinder in den Schulen integrieren muss. Kinder, die keine Landessprache reden und zum Teil traumatisiert sind. Noch grösser ist die Herausforderung für die Schulen aber, wenn es Kinder sind, die zum Teil noch gar nie in eine Schule gegangen sind. So wie viele Kinder aus der Ukraine, die der Minderheit der Roma angehören. Wie eine Schule im Kanton Genf mit dem umgeht, das zeigt der Beitrag von unseren Westschweizer Kollegen von RTS. Und jetzt noch auf Einsiedeln im Kanton Schweiz. Dort geht es nächste Woche wieder los mit dem Welttheater. So hat es beim letzten Mal ausgesehen, vor 11 Jahren. Seither hat es auch Corona-bedingte Pause gegeben. Jetzt wird das bekannte Stück von Pedro Calderón de la Barca wieder aufgeführt, auf dem Klosterplatz Einsiedeln. Und das Mal ist es eine ganz besondere Spielzeit. Es ist nämlich das 100-Jahr-Jubiläum vom Welttheater. 1924 war die Uraufführung. Gespielt wird das Stück von Laienschauspielerinnen und Schauspielern, die viel Zeit und Energie reinstecken. So wie die Familie, die Raphael Prinz hat besucht. Auf geht's, das wär's von Schweiz aktuell für heute. Mehr von uns gibt's dann morgen wieder. Ich freue mich drauf und auf euch. Bis dann, einen schönen Abend. Ade miteinander.